Hallo zusammen, ich bin heute mal wieder nachts unterwegs, endlich mit meinem Sony, mit dem neuen. Da will ich jetzt mal auf 14 mm heute die Milchstraße fotografieren. Unterwegs bin ich heute mit dem Daniel, der hat mich heute freundlicherweise abgeholt, bei mir zu Hause am Ammersee, und wir sind jetzt hier an Kochelsee runtergefahren. Und jetzt warten wir noch ein bisschen, bis sich die Wolken verziehen, und dann nehmen wir hier zusammen die Milchstraße auf. Der Himmel verspricht schon mal echt Gutes. Und wir waren jetzt schon hier am Kochelsee bei Schlehdorf und waren bei diesen drei Hütten mit dem bekannten Steg, aber der war schon besetzt. Und dann haben wir gleich kehrt gemacht, wenn da ein Fotograf drauf ist, haben wir gesagt, tschüss, servus, wir gehen weiter. Und jetzt sind wir hier, Daniel, an der Kristalltherme, oder? Genau, ja. Wo stehen wir? Kristalltherme. Und haben jetzt echt einen wunderschönen Blick auf die Milchstraße. Und der Spot hier ist eigentlich noch viel geiler, weil auf der linken Seite spiegelt sich irgendwie Straßenlaternen oder die Uferlaternen schön im Wasser. Und das ist eigentlich für mich der optimale Spot. Hier ist nichts los. Und wir haben alle Zeit der Welt. Bestimmt noch eine Stunde ist die Milchstraße zu sehen. Und heute ist auch noch Neumond, das heißt, kein Mond ist zu sehen. Und das ist einfach stockfinstere Nacht hier. So, jetzt nehmen wir euch mal mit und zeige euch mal, wo die Kamera steht und wie ich das erste Bild mache. So, Freunde, ich bin jetzt hier mit dem Stativ an der Wasserkante. Habe mein Rollei-Stativ aufgebaut, so dass es auch noch safe steht. Wir stehen hier nicht im Wasser. Habe die Kamera jetzt einfach mal ins Hochkantformat auch gebracht, weil nur so kriege ich jetzt auch die Milchstraße im hellsten Punkt auch schön drauf. Im Querformat würde ich sie zu sehr abschneiden, aber das probiere ich nachher natürlich auch nochmal. Und mit dem 14 mm komme ich schon echt recht weit. Jetzt sage ich euch mal, welche Einstellungen ich hier verwende an meiner A7 III und dem 14 mm Sony Objektiv. Ich habe da das 1.8er, das neue 1.8er Objektiv drauf, und mit dem hoffe ich mir jetzt echt ein schönes Milchstraßenbild zu machen. So, ich hatte vorhin auch schon mal ein Testbild gemacht. Da waren noch zu viele Wolken zu sehen, aber jetzt gehen wir mal in die Einstellungen. Ich weiß, mit dem Objektiv kann ich nur 15 Sekunden lang belichten, dass ich keine Strichzieher drauf bekomme. Also ich möchte, dass die Sterne als Punkte erscheinen und nicht als Linien. Somit kann ich auf 15 Sekunden gehen. Blende wähle ich jetzt auch mal die 1.8er. Und ich bin jetzt auch mal auf ISO 2500. So sieht das Bild für mich ganz ausgewogen eigentlich aus, wenn ich es in einem Bild machen möchte und nicht mehr großartig viel in Lightroom rumspielen will. Fotografiere im RAW-Modus. In dem Fall bin ich auch mal auf dem automatischen Weißabgleich. Das ist eigentlich jetzt auch wurscht. Das kann ich immer noch regeln, wenn es mir irgendwie zu rot ist, das Bild, oder zu bläulich. Ja, und das war es jetzt schon hier im Prinzip. 1.8er Blende, ISO 2500. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe manuell auf die Straßenlaternen da hinten fokussiert. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, wie ich das mache. Und wenn ich hier in den manuellen Fokusmodus bin, kann ich in meinen Night-Modus oder Bright Monitoring reingehen. Und das mache ich, wenn ich auf meine C4-Taste drücke. Und so kann ich jetzt auch echt sehen, was ich hier eigentlich fotografieren werde. Jetzt kann ich euch gleich sagen, das sieht schon mal super aus. Ich müsste nur irgendwie weiter noch nach rechts, weil ich hier diese Bodenkante zu sehr abschneide. Und das mache ich jetzt auch nochmal und verschiebe die Kamera ganz leicht nach rechts und richte die jetzt nochmal neu aus. Ich sage euch, ich gehe jetzt noch tiefer mit dem Stativ, weil ich es kann. So kriege ich die Milchstraße perfekt drauf. Mit links diesen Uferlampen. Hohoho. So in etwa. So, Freunde, der Winkel vom Display, der ist jetzt so beschissen, dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann. Aber ich mache jetzt mal das Bild. Wie gesagt, 15 Sekunden, ISO 2500, 1.8er Blende. Mache jetzt mein Licht aus und mache das erste Bild. Thank you.
sieht schon mal ganz geil aus, Leute. Sieht schon mal echt gut aus. Jetzt versuche ich das Ganze auch noch mal im Querformat. Mal schauen, wie viel ich da von der Milchstraße drauf kriege. Und da kann ich euch genau zeigen, wie ich es mache. So, jetzt schaut mal her. Als erstes zeige ich euch mit der Displaylupe, wie ich hier am Ufer die Lichter schön scharf stelle. Dann drehe ich jetzt hier vorne am Objektivring, ganz einfach, und sage bam, knackscharf. Perfekt. Wenn ich die C4-Taste drücke hier bei mir, kann ich jetzt schon meine Bildkomposition sehen, so wie das Bild dann gemacht wird. Und ihr seht hier diese schönen Spiegelungen im Wasser. Wow, die Milchstraße ist am richtigen Punkt. Das heißt, wir stehen hier komplett richtig. Und hier könnt ihr noch sehen, dass ich hier die 2 Sekunden Auslöseverzögerung drin habe. Ja, dieses Noise Reduction ist bei mir auch aus, das brauche ich nicht. Genau, und hier bei diesem Symbol seht ihr, das ist jetzt dieses, das ist dieses Bright Monitoring. Ich zeige es euch nochmal, zack, ihr seht das Symbol. Jetzt belichtet die Kamera irgendwie ultra lang und dann kannst du sehen, wo du stehst. So, das mache ich jetzt aber aus und mache jetzt das erste Bild im Querformat. 15 Sekunden lang. Schon Wahnsinn, gell? Man sieht die Milchstraße mit freiem Auge. Ja. Oder bloßem Auge. Top. Woo. So. Jetzt Bildkontrolle. Ich möchte jetzt hier die Kamera noch etwas neigen, nach unten neigen, damit ich mehr von der Spiegelung im Wasser drauf bekomme. So gefällt es mir noch nicht ganz. Mir ist jetzt bewusst, da schneide ich die Milchstraße ein gutes Stück ab. Aber das muss jetzt sein. Und dann sieht das Bild schon mal ganz anders aus. Ich stelle mir noch schnell die Wasserwaage ein. Zack. Mach die Kamera fest. Und das gleiche Spiel nochmal. Ich habe die 2 Sekunden Auslöseverzögerung drin und gleich ist das Bild im Kasten. Und es gibt nichts Einfaches, glaube ich, hier an so einem Spot die Milchstraße zu fotografieren, wenn man einfach ein lichtstarkes Objektiv hat, ein Stativ und wolkenfreien Himmel und Neumond. So, also das Bild ist was geworden. Jetzt mache ich es aber nochmal ohne die Videoleuchte und dann zeige ich es euch gleich jetzt im Video. Auf. Jetzt mache ich hier mal kurz die Videoleuchte aus. Tschack. Echt phänomenal, phänomenal. Man kann mit bloßem Auge die Milchstraße schon erkennen. Umso einfacher ist es dann auch, solche Fotos hier zu machen mit so einem lichtstarken Objektiv. Querformat finde ich es halt schon wieder geil, dass ich diese schönen Spiegelungen auf dem Wasser sehen kann. Also der Berg spiegelt sich schön im Wasser, die Lichter halt. Und im Hochformat, meine, kriege ich halt mehr von der Milchstraße drauf. Habe ich beide Bilder. Könnt ihr auch gerne entscheiden, welches besser ist. Ich finde sie jetzt schon auf dem Display wirklich, wirklich gut. Ich freue mich richtig, dass wir jetzt den Spot hier gefunden haben und hier in aller Ruhe fotografieren können. Was ich jetzt noch machen werde, ist mit einem 35 mm, mit einem 1,4er Objektiv, dieses Sony Zeiss Objektiv, da mache ich jetzt auch nochmal ein Bild, auch im Hochformat. Und vielleicht schaffe ich es auch, 3 Bilder, also als Panorama zu machen. Weil auf einer 1,4er Blende werdet ihr sehen, wie krass die Milchstraße nochmal, wie besser die dann noch zur Geltung kommt. Das probiere ich jetzt aus. Und wenn man so ein Ghetto-Panorama macht, ohne großes Zubehör, muss man eben sehr darauf achten, dass das Stativ optimal in der Waage steht. Weil sonst, wenn man den Stativkopf dreht, kippt das Bild ab. So, jetzt wechsle ich noch schnell mal das Objektiv. Wo ist das gute 35 mm? Oh yes. Die
ganzen Sachen werden hier schon wieder feucht, was nicht ganz so cool ist. Aber so ist es halt am See. Habt ihr die Luftfeuchtigkeit. Aber ich mag es ja echt total gern, die Milchstraße am See zu fotografieren, weil die Spiegelungen, die sind einfach, ja, mit nichts zu ersetzen. Es geht halt echt nur am ruhigen See. So. Jetzt wird's tricky. Ich muss jetzt mein Stativ irgendwie in die Waage bringen. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Das wird jetzt eine Fummelei. Langweile ich euch jetzt wahrscheinlich hier damit, aber ich muss es trotzdem machen. Und wenn ich jetzt hier an meinem Stativkopf drehe, müsste es dann in der Waage sein. Und auf 35 mm ist es jetzt so, dass ich die Kamera Hochformatik einstelle, damit ich 3 oder 4 Bilder nebeneinander machen kann. Bin gespannt, ob das jetzt hier hinhaut. So, ein Ziel soll jetzt sein, wenn ich die Kamera hier drehe, dass sie in der Waage bleibt. Jetzt drehen wir sie mal. Oh, sie bleibt in der Waage. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn ich jetzt so ein Panorama machen möchte, muss ich immer 30% von Bild zu Bild überlappen lassen. Und dann kann ich in Lightroom mit einem Klick die Bilder zusammenfügen. Und jetzt schaue ich mal, wie viele Bilder werden das ungefähr. Ich möchte da den Berg da noch mitnehmen. Also es wäre 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 bis 6 Fotos wären es jetzt. So, das müsste jetzt das 5. oder 6. Bild sein, was ich jetzt mache. Und am Ende wird es halt echt ein schönes Panorama. Hoffe ich mal zumindest. Hoffe ich, aber es ist jetzt schon vielversprechend. Sieht gut aus, Leute. Sehr, sehr schön. Der Ausflug hat sich gelohnt, hier zum Kochelsee zu fahren. Und wieder mal hat sich auch die Geduld ausgezahlt, weil vorhin waren noch so viele Wolken am Himmel. Und wir dachten schon, woanders hinfahren, aber dann haben wir uns überlegt, nee, komm, lass mal bleiben. Vertrauen wir mal auf Karma. Und zack, Wolken weg. So muss sein. Wenn man das Haus verlässt, erlebt man auch was. Obwohl, diese Milchstraßen- oder Sternfotografie ist ja echt was ganz Spezielles, sage ich mal. Ne? Da muss man auch Bock drauf haben, sich die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen. Aber ich hab's ja halt. Ne? Ihr seht ja jetzt in dem Video, es ist keine Hexerei, solche Bilder zu machen. Ihr braucht einfach nur ein lichtstarkes Objektiv, eine Kamera und ein stabiles Stativ und etwas Geduld. Und Wille. So. So, mit den Fotos bin ich schon mehr als happy. Aber jetzt geht es nochmal zu der eigentlichen Location vor, zu diesem Langsteg mit den 3 Bootshütten. Und mit viel Glück ist der Fotograf, der vorhin da war, nicht mehr dort. Und da sollte nochmal ein schönes Bild möglich sein. Also bleibt dran. Jetzt laufe ich mal davor. Gut. Boah, das ist aber hier tricky. Komm ruhig her. So, erste Herausforderung ist hier, das Stativ überhaupt hinzustellen, weil das Gitter hat ja nur Löcher. Mein Stativ steht einfach überhaupt nicht safe. Aber man kann hier spielen und versuchen, hier in diese Bodenlücken, da irgendwie in die Löcher reinzustellen. Und auf den Trick bin ich nicht selber gekommen, hat mir der Daniel vorhin gezeigt. Okay, die Milchstraße ist jetzt leider schon ganz weit rechts. Schade, 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 schade. Ich fokussiere in dem Fall jetzt wirklich das Licht am anderen Ufer an. Und das macht mehr Sinn, weil die Sterne sind doch ein Stückchen weiter weg als die Hütten. Ich tue mir nämlich super schwer, die Sterne immer anzufokussieren. Ich bin da nicht so genau, aber ich habe die Erfahrung gemacht, selbst auf einer 1,8er Blende, wenn ich ans gegenüberliegende Ufer fokussiere, sind die Sterne auch knackscharf. Das passt.
Gut. Jetzt ist die Kamera einigermaßen ausgerichtet. Moment. Ich muss das Stativbein noch festschrauben. Und bleibe jetzt von der Einstellung hier genauso wie vorne am Ufer. Es hat sich ja von der Lichtsituation überhaupt nichts geändert. Also mache ich das Bild auf 15 Sekunden, 2500er ISO, 1,8er Blende. Und jetzt machen wir mal das Bild ohne Videoleuchte, um mal zu sehen, ob das so klappt. Auch in dem Fall darf ich mich jetzt hier überhaupt nicht bewegen auf dem Steg, weil jede kleinste Erschütterung macht mir ein unscharfes Bild. Badada! So, wie ist es geworden? Mal schnell check im Display. Gut, in dem Fall ist jetzt mein Steg natürlich richtig dunkel, aber die Milchstraße spiegelt sich ein bisschen im Wasser. Das sieht doch ganz gut aus. Zur Not könnte ich jetzt in Lightroom noch hier die untere Bildhälfte etwas aufhellen und das wäre jetzt das, was ich noch machen würde. Mehr eigentlich nicht. Also Leute, die Nachtexpedition nimmt jetzt ein Ende. Dieses Bild fand ich jetzt nicht so der Knaller. Die vorne am anderen Ufer waren deutlich, deutlich besser und einfach interessanter in meinen Augen. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr jetzt nachts auch mit dabei wart. War mal wieder ein ganz anderes Video. Und jetzt freue ich mich noch über euer Like. Also Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und good night. Ich lege mich jetzt hin. Macht's gut.